Ja, liebe Freunde, ich begrüße euch hier zu einem neuen Video und zwar öffnen wir heute 10 Chroma 2 Cases, ganz frisch gekauft gerade. Und ja, mich haben die Skins in dieser Kiste einfach so überzeugt einfach, dass ich mich entschlossen habe, jetzt mal wieder ein Case Opening Video zu machen. Und es ist einfach unglaublich, diese Skins in dieser Kiste. Ich kann euch ja mal zeigen, hier zum Beispiel die Monkey Business, einfach finde ich ein Skin, den muss man mögen, weil es ist einfach nur dunkelblau mit einer Banane drauf. Finde ich aber persönlich sehr, sehr, sehr lustig gemacht. Und hier vor allem die Galil Echo finde ich in einem wunderschönen grünen, weißen Ton. Finde ich richtig, richtig geil. Oder natürlich auch die M4A1S Hyper Beast. Ähnelt ein klein wenig an die Masterpiece. Finde ich auch richtig, richtig cool. Oder auch hier die CZ Pole Position. Finde ich eine wirklich sehr, sehr gelungene. Eine sehr, sehr gelungene Case. Und davon habe ich mir 10 zugelegt. Die werden wir jetzt zusammen öffnen. Und ich würde einfach mal sagen, dass ich hier mit der ersten anfange. So, Yusuke. Dann schauen wir mal, was wir rausbekommen. Eine Desert Eagle Bronze Deco. Finde ich auch, muss ich sagen, ein schön Desert Eagle Skin, wenn der natürlich nicht abgenutzt oder so ein Scheißdreck wäre. So, öffnen wir mal die nächste. Oder war ein Pinker Skin drin? Und da haben wir die CZ Pole Position. Ja. Die sieht aus wie Minimal Wear. Mal kurz gucken. Nach Acquired. Field Tested, echt? Okay, für Field Tested muss ich sagen, sieht die echt richtig gut aus. Was ist die? Die ist Field Tested. Okay, die finde ich aber dafür richtig hässlich. Ja, machen wir mal weiter. Die dritte Kiste ist eine P250 Valence oder Valence. Finde ich auch ein, muss ich sagen, ein sehr schönen P250 Skin. Ich will so dieses Blau mit und dem Weißen, diesem Schwarz, finde ich sehr gut. Ist so ein bisschen so modern gehalten. Und das ist auch viel Teste, finde ich auch echt. Sieht alles eigentlich richtig geil aus mit den Conditions. Und nochmal eine P250. Na gut. Nehmen wir mal diese hier. Eine UMP Grand Prix. Ja, die gibt es ja bloß in vielen Tests. Habe ich mir sagen lassen oder besser nachgeguckt. Wieso es das gibt, frag mich nicht, weil ich finde es eigentlich total verranzt so. Keine Ahnung warum. Gibt es bisher bloß auf vielen Tests, vielleicht jetzt in anderen Conditions, aber ich glaube es eher nicht. Ja. Dann eine MP7 Armor Core. Ja, finde ich jetzt ehrlich gesagt ein bisschen langweilig mit so einem, ja, einfach nur so ein bisschen schwarz mit so ein bisschen weiß. Und ja gut, muss man mal machen, ja, also es geht. Dann eine Negev Manowar. Oh scheiße, ja Leute, ihr habt ja schon im letzten Video gesehen, die Manowar, die steht mir überhaupt nicht. Ja, ich finde Manowar einer der hässlichsten Skins in ganz CSGO. Was? Minimal Wear? Das Ding! Ach du Scheiße. Holy crap. Okay. Wo ist diese Kiste hier? Nochmal eine Desert Eagle Bronze Deko. Ich hoffe jetzt mal in einer besseren Condition, dann würde ich sie auch spielen. Ja, das sieht schon besser aus. Das müsste minimal sein. Das ist Factory. Okay. Also muss ich sagen, finde ich einen schönen Deagle-Skin. Da haben wir noch 2 Kisten übrig. Ich hier natürlich über so eine Hyper Beast oder über
Oh, warum Gott, nein, nochmal so eine hässliche Manowar. Ja gut, das wird wahrscheinlich auch mit einem Factory New, was? Guckt euch diesen Randskin an, auf Factory New. Scheiße, Alter, ich glaube, das ist massig was schief gelaufen bei dem Skin. Oh je, oh je, oh je, oh je. Und... Das Lustige ist ja... Okay, die sieht aus wie Battlescar. Battlescar, jawohl. Das Lustige ist ja, wenn ihr hier mal guckt, hier, ich habe mir schon eine gekauft, ja. Ist aber in der besten Field-Tested Ausführung, die es gibt, die hat nur hier so einen ganz kleinen Kratzer. Aber das ist natürlich auch nicht schlecht. Eine Statue Galil Echo. Nochmal. Finde ich echt cool. Aber die sieht halt echt... Die sieht richtig, richtig verranzt aus, ey. Die ist ja... Boah. Das ist ein... Mal kurz gucken, was die noch wert ist. Die ist noch wert... 13 Euro. Ja, gut. Also haben wir... Ja, ich würde mal sagen, mittelmäßig abgeschnitten hier über diese... Desert Eagle, die werde ich natürlich selber spielen. Finde ich ein... Ja, finde ich recht schön. Um hier diese... Die CZ, finde ich echt... Finde ich sogar tausendmal besser wie die Tigris. Ja, Tigris heißt es. Und natürlich hier diese Echo auch. Ein wunderschöner Skin. Und dann würde ich einfach mal sagen... Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen hoch freuen. Oder über ein Like. Das ist ja das Gleiche. Scheiße, jetzt habe ich es versaut. Ihr könnt auch unten in die Kommentare schreiben, falls ihr irgendwelche andere Cases noch sehen wollt. Aber ich denke mal, dass wir bei der Chroma 2 Case bleiben werden, weil ich finde, wie gesagt, die Skins da drin finde ich einfach nur so wunderbar schön. Und dann sage ich einfach mal tschüss, bis zum nächsten Case Opening.